Ich bin Professor für gesellschaftliche Implikationen und ethische Aspekte der künstlichen Intelligenz an der Technischen Hochschule Ingolstadt. In meinem Lehrgebiet geht es unter anderem um die ökonomischen Auswirkungen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz auf Haushalte, Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft. Wie werden beispielsweise Innovationszyklen beeinflusst? Und welchen Einfluss hat die KI auf die Zukunft der Arbeit? Brauchen wir gegebenenfalls neue Governance-Strukturen auf unternehmerischer, nationaler oder supranationaler Ebene, um dem gerecht zu werden? Ein anderer wesentlicher Aspekt sind die ethischen Herausforderungen der KI. Hier beschäftigen wir uns einerseits mit der Frage, wie geben wir eigentlich unseren Maschinen Moral und welche Moral soll das sein? Und auf der anderen Seite beschäftigt uns die Frage, wie Maschinen unsere Moral als Menschen beeinflussen und wie wir das durch die geeignete, ethikkonforme Gestaltung des Mensch-Maschine-Interface steuern können. Im Master KI haben Sie die idealen Voraussetzungen, die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft menschzentriert mitzugestalten. Sie haben Interesse, die Zukunft intelligent mitzugestalten. Sie haben Vorkenntnisse in der Programmierung, Mathematik, Statistik, aber auch des maschinellen Lernens und des Deep Learnings. Dann bewerben Sie sich für unseren neuen Masterstudiengang Künstliche Intelligenz hier an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Wir freuen uns auf Sie.